Verlässt man die Innenstadt, ändert sich das Bild rasch. Bis hier sind die Milliarden zur Stadtsanierung nicht gekommen. Es gibt viele Verlierer der neuen Ordnung und wenn man hinsieht, findet man ihre Spuren fast überall. Die Mitglieder der humanitären Aktion helfen Straßenkindern, Drogenabhängigen und Prostituierten. Dafür bekam die Organisation bereits mehrere internationale Auszeichnungen. Unterstützung durch die Stadt aber gibt es nicht. Die Regierung zieht vor, nicht darüber zu sprechen. Aber wir sagen, dass wir mit diesen Problemen täglich konfrontiert werden. Und wir müssen versuchen, sie zu lösen. Aus dem Grund, weil wir einfach Menschen, menschliche Wesen sind. Ein Arzt, eine Psychologin und zwei Streetworker wollen zu einer Gruppe Straßenkinder. Mit Einbruch der Dämmerung macht sich das Team auf den Weg. Eine Stunde später. Larissa und Alexei haben die Kinder gefunden. Sie gehören zu einer Gruppe, die Streetworker schon seit einiger Zeit kennen. Tagsüber verstecken sie sich, nachts versuchen sie irgendwie an Geld zu kommen. Ihr Zuhause ist ein Kellerloch ganz in der Nähe. Warum lebt ihr im Keller? Почему вы живете там? Так судьба сложилась. Это шикзал. Ja. Keine Eltern? Kein Zuhause? Нет родителей, нету дома. Нет. Gibt's okay. Das sind alles Waisenkinder. Okay. So, die Eltern sind tot oder sie wollen nicht mehr bei ihnen leben? Родители умерли или вы не хотите с ними жить? Gestorben? Von Maxim sind die Eltern gestorben? Твои тоже или ты просто не? Er will nicht mit ihnen leben. Der Eingang zu einem Wohnblock, 12 Stockwerke hoch. Die Jungen sind bereit zu zeigen, wo sie leben. Der Weg zum Keller ist versperrt mit Schlössern und Riegeln. Wie Schlangenmenschen zwängen sich die Jungs durch eine kleine Öffnung im Gitter. Wer draußen nicht erfrieren will, muss schlank und beweglich sein. Viktor hat eine Flasche Tululol dabei. Ein Lösungsmittel, billig und giftig. Die Jungs tränken Textilfetzen mit der ätzenden Flüssigkeit. Inhalieren die Dämpfe. Hunger, Dreck und Armut lassen sich so für kurze Zeit vergessen. 4 bis 5 Jahre Tululol hält das Gehirn durch, sagen die Streetworker. Danach ist meist nicht mehr viel davon übrig. Maxim spritzt außerdem Heroin. Der Junge ist gerade mal 16 Jahre alt. Seit 3 Jahren nimmt er Drogen. Jetzt sagt er, will er eine Therapie machen. Okay, warum? Weil ich nicht mehr spritzen und nicht mehr schnüffeln will. Die Streetworker sind da. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet. Ihnen vertrauen die Straßenkinder. Immer mehr kommen. Elda soll 19 sein. Sein Körper hat aufgehört zu wachsen, als er mit 12 anfing, Drogen zu nehmen. Sein Herz und seine Leber sind schwer geschädigt. Die Streetworker gehen mit den Jungs zum nächsten Supermarkt, kaufen ihnen dort etwas zu essen. Übergewicht, das einzige Problem, das diese Kinder nicht kennen. Viele von ihnen haben noch Eltern, ein Zuhause hat keiner. Was soll ich zu Hause? Ich komme nur heim, weil ich meine Mutter pflegen muss. Sie ist behindert. Was ist mit ihr? Sie hat Probleme mit den Beinen, weil sie so viel getrunken hat. Als sie gehen, hat jeder eine Tüte mit Lebensmitteln und Tululol in der anderen Hand. Der nächste Morgen. Larissa, Sascha und Alexei wollen Maxim heute ins Krankenhaus bringen. Bevor ihm das Gleiche passiert wie einem anderen Jungen vor wenigen Tagen. Der Junge hatte Hepatitis, hohes Fieber und Schüttelfrost. In diesem Zustand ist er eingeschlafen. Dann kamen die Ratten. Sie haben ihm das Gesicht, Arme und Beine, also alle weichen Körperstellen abgefressen. Er ist gestorben. Maxim wollen sie nicht verlieren. Seit Wochen arbeiten sie daran, dass der Junge sie ins Krankenhaus begleitet und eine Therapie macht. Aber Maxim ist nicht wie verabredet zum Treffpunkt gekommen. Für Sascha Alexeev kein Grund aufzugeben. Der Sozialpädagoge hat sich unter einer Heizung durchgeschoben und will Maxim suchen. In einem Keller, dessen Gestank einem das Atmen selbst im Treppenhaus noch schwer macht. Max, bist du hier? Ruft er den Jungen. Der Keller, ein riesiges, gespenstisches Labyrinth. Etliche Gänge, kein Licht, überall Wasser. Tropfend, zischend, strömend aus geborstenen Rohren. Und über allem der Geruch von Müll und Fäkalien. Der Streetworker findet einen schlafenden Jungen. Er kennt ihn, es ist Anton. Wo ist Max? Er ist schon längst weg.
Habt ihr ihn hier irgendwo verloren im Keller? Der ist weg. Wir haben mit ihm gesprochen. Der soll hier sein. Wo ist er hin? Der ist gerade weg. Er ist weggegangen. Was hat er denn gesagt, Anton? Er sagte, er geht zu Tanja. Das war's. Sascha Alexei macht sich auf den Weg nach draußen. Nicht das erste Mal, dass er in einem solchen Keller nach Kindern sucht. Seit 2 Jahren arbeitet er für die humanitäre Aktion. Er informiert die anderen, dass Maxim jetzt irgendwo draußen sein muss. Sie wollen weiter nach ihm suchen. Für diesen Job braucht er viel Idealismus, Geld gibt es wenig. 300 Euro pro Monat, mehr kann die Hilfsorganisation nicht zahlen. Plötzlich taucht Maxim auf, bei ihm ein junges Mädchen, eine Dose Bier in der Hand. Offensichtlich steht auch sie unter Drogen. Die Streetworker wollen endlich zum Krankenhaus, doch Maxim versucht, Zeit zu gewinnen. Ich habe heute mit dem Arzt telefoniert und gesagt, wir unternehmen noch einen Versuch, dich dahin zu bringen. Weißt du, er kommt nur uns so entgegen. Heute fahren wir auch. Ich setze mir nur noch einen Schuss und dann fahren wir. Dann sofort. Max ist nervös, als ob er auf etwas wartet. Plötzlich erscheint ein Mann, ein Dealer, warnen die Streetworker. Maxim läuft ihnen nach wie ein Hund seinem Herrn. Die Schlafstadt von St. Petersburg. Hier leben Rentner und Familien, gleich neben Dealern und Straßenkindern. Maxim kommt zurück. Der Dealer hat ihm kein Heroin gegeben, er kann nicht zahlen. Jetzt braucht er Geld, sofort. Von Krankenhaus und Therapie ist keine Rede mehr. Gerade sagt er uns, wir sollen verschwinden. Und er geht jetzt los, um Geld für Drogen zu besorgen. Es hätte Maxims letzter Tag auf der Straße werden können, aber die Sucht ist stärker. 6 Jahre lebt Thomas Noll jetzt schon in St. Petersburg. Er kennt die glänzende Seite der Stadt. Als General Manager leitet er das Grand Hotel Europe, das älteste und größte Hotel der Stadt. 11 Uhr Meeting mit seinen engsten Mitarbeitern. 40 Millionen Dollar Umsatz macht das Hotel pro Jahr. Das Haus hat eine lange Tradition. 1870 als Luxushotel eröffnet, Hospital im Zweiten Weltkrieg, seit Ende des Kommunismus mehrfach verkauft. Jetzt wieder ein 5-Sterne-Hotel. Nur luxuriös ist hier nicht genug. Da haben wir jetzt die Piano-Suite. Der Standard in diesen Piano-Suiten, wir haben im Moment 3 davon. Wenn der Gast ankommt, ist immer eine Pianospielerin in der Suite und spielt bereits. So tritt man ins Zimmer ein, man wundert sich, was ist denn hier? Und das ist ein kleines Konzert, man wird mit Kaviar und Wodka willkommen. Im Badezimmer ist alles aus Marmor, woraus sonst. Der Flatscreen am Fußende des Bettes, elektrisch. Die Möbel werden in St. Petersburg gefertigt. Das ist jetzt eine Standard-Suite, die kostet in der Hochsaison 2.300 Dollar pro Nacht und jetzt im Winter 1.700. Und die Gäste bezahlen das gern, da wir auch dementsprechend den Service bieten, rund um die Uhr. Den besten Kaviar der Stadt soll es hier geben. Die 60-Gramm-Portion, 120 Dollar, auf Wunsch auch als Takeaway. Ein Kilo zum Mitnehmen können wir jederzeit vom Beluga für 2.000 Dollar mitgeben. Wir müssen ja auch unsere Steuern davon bezahlen noch. Mit Wodka und Kaviar ließe sich leicht der Bezug zur Realität verlieren. Doch davon ist Thomas Noll weit entfernt. Krankenhaus Nummer 15. Das Hospital der verlassenen Kinder. Die Jungen und Mädchen hier sind Waisen. Ihre Eltern tot, verschwunden oder nicht in der Lage, sich um sie zu kümmern. Seit 5 Jahren kommt Thomas Noll regelmäßig hierher. Die Station hat er renovieren und den Spielplatz instand setzen lassen. Er schickt Früchte aus der Küche des Grand Hotels und hat doch das Gefühl, nicht genug zu schaffen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die was tun könnten. Und ich glaube, das sollten viel mehr tun, um mehr Menschen dazu bewegen, solchen Kindern helfen zu können in diesen Situationen. Lena ist erst seit wenigen Tagen hier. Circa 6 Monate ist sie alt, genau weiß es niemand. Ja, also die Polizei hat das Kind gefunden, krank, und hat sie hierher gebracht. Und Mutter hat sich nie gemeldet und nie hierher gekommen. Ja. Lenas Mutter ist HIV-positiv, vermutlich drogenabhängig. Auch in Lenas Blut haben die Ärzte Antikörper gefunden. Keine Seltenheit. Ein Schicksal, das viele Kinder hier teilen. Was man da fühlt, würde sagen, Schmerz in der Seele. Ja. Dass man eben nicht mehr tun kann für die.
Vor allem, man kann Essen geben, man kann ein Bett geben, aber was man nicht geben kann, ist halt die Liebe, die Wärme, was Kinder brauchen von den Eltern. Einiges ist hier besser als früher, doch viel mehr ist noch zu tun. Das Dach undicht, die Wände feucht. Ganze 20.000 Euro hat das Krankenhaus im Jahr für Reparaturen. Als wir fragen, warum so wenig, kommen der Direktorin fast die Tränen. Wissen Sie, ich kann diese Frage nicht beantworten. Warum? Warum denn? Ich stelle diese Fragen auch immer wieder. Warum braucht diese wunderbaren Kinder niemand mehr? Warum kümmert sich niemand um dieses Krankenhaus? Warum? Das muss man unsere Regierung fragen. Im Sommer wird das undichte Dach des Krankenhauses erneuert. Thomas Noll hat dafür einen Sponsor gefunden. Astrid Wenkel lebt seit 2004 in St. Petersburg. Die Sozialpädagogin arbeitet im Auftrag der deutschen Kindernothilfe hier. Heute ist sie bei Ostrov, das russische Wort bedeutet Insel. Gemeint ist damit ein sicherer Platz für Straßenkinder. Jeden Tag ab 14 Uhr können sie hierher kommen. Heute ist ein Sportwettbewerbstag, wo verschiedene sportliche Wettkämpfe stattfinden. Das wird sehr gemocht und das Beste an den Wettkämpfen sind natürlich die Preise, die man dann gewinnen kann. Heute gibt es Kleidung zu gewinnen und vielleicht auch ein bisschen Schokolade. Das gibt einen großen Anreiz. Mhm. Gewalt gehört zum Alltag der Straßenkinder. Doch im Krankenhaus wird nur behandelt, wer sich registrieren lässt. Roman hat eine tiefe Schnittwunde. Er wurde mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen. Von wem, will er nicht sagen. Muss er auch nicht. Die Krankenschwester kümmert sich um die Kinder, auch ohne zu fragen. Medizinische Versorgung ist ein wichtiges Angebot, das die Kinder herzieht. Essen ist ein anderes. Viele sind sogenannte Sozialwaisen. Das heißt, dass sie zwei Eltern haben, die sich aber nicht einmal um Lebensmittel kümmern. Das Geld wird von der Kindernothilfe finanziert, von einem schwedischen Fonds und auch von der Diakonie Hamburg, die dieses Projekt unterstützen. Und die russische Seite? Im Moment unterstützt die Stadt dieses Essen und viele dieser Programme nicht. Sie hat einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das Projekt weiterlaufen kann, aber es ist nicht besonders groß. Die Kinder, die hungrig zu Ostrov kommen, leben oft in Kommunalkas, russischen Sozialwohnungen. Auch hier versucht Astrid Wenkel und eine russische Kollegin zu helfen. Kommunalka bedeutet, in jedem Zimmer lebt eine Familie. Hier sind es 4 Generationen. Die Urgroßmutter ist 82, ihre Urenkelin gerade 3 geworden. Nina Ivanova zeigt uns, was es heißt, in einer Kommunalka zu leben. 4 Familien teilen sich, was mal ein Badezimmer war, das WC und die Küche. Circa 750.000 Menschen leben in St. Petersburg in Kommunalkas. Nicht alle sind so heruntergekommen wie diese, in manchen sieht es aber noch schlimmer aus. Kein Wunder, dass so viele Jugendliche auf die Straßen fliehen. Solche Wohnungen machen krank. Bei manchen den Körper, bei anderen die Seele. In diesem Zimmer hat Frau Ivanovas Tochter gelebt. Sie ist 28 und Alkoholikerin. Ich wünschte mir, dass ich meine Tochter heilen könnte. Sie ist trotz allem meine Tochter. Aber ich habe kein Geld, keine Mittel, um sie behandeln zu lassen. Ich komme doch auch so schon mit dem Geld kaum zurecht. Die Mitarbeiter von Ostrov sind die einzigen, die sich um Familie Ivanova kümmern. Sie können nicht allen helfen, aber manchmal doch etwas verändern. Zwischen dem Grand Hotel Europe und der Kommunalka ihrer Kindheit liegen Welten. Und doch hat Jana es geschafft. Seit einem halben Jahr arbeitet sie hier. Ihre Mutter ist Alkoholikerin, die vergaß, sie einzuschulen. Seit ihrem 8. Lebensjahr hat Jana Zuflucht bei Ostrov gesucht. Astrid Wenkel kennt sie seit Jahren. Sie weiß, wie schwer das Mädchen es hatte und was es bedeutet, im Hotel eine Ausbildung machen zu können. Es ist viel geschehen seit damals. Heute ist es besser, aber ich habe nicht besonders viel Lust, mich an früher zu erinnern. Besser nicht. In der Küche und im Roomservice arbeiten inzwischen 4 ehemalige Straßenkinder im Grand Hotel. Thomas Noll hat keine Angst, dass es schief geht. Wir würden uns sehr wünschen, dass es noch andere Kollegen gibt vom Thomas Noll und andere Menschen auch aus dem Businessbereich, die sich dort auch für unsere Kinder einsetzen würden. In seinem Büro stehen Bilder, die den Manager mit den Mächtigen und Reichen dieser Welt zeigen. Doch Thomas Noll hat nie vergessen, dass er selber aus einfachen Verhältnissen stammt und sich nach oben gearbeitet hat. Wir haben die Mittel, etwas zu tun. Wir haben die Mittel, auch andere Leute zu bewegen, etwas zu tun. Und das wollen wir versuchen mit unserer Grand Hotel Europe Charity Foundation. Um Geld für seinen Hilfsfonds zu sammeln, hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.
Die 100 besten Kunden seines Hotels bekommen seine VIP-Card. Und der Kick an dem Ganzen ist, dass jedes Jahr werden 10 Karteninhaber ihre Karte verlieren. Und zwar diejenigen, die am wenigsten Umsatz gemacht haben. Und es werden 10 neue eingeladen. Und keiner will diese Karte verlieren, weil das ist eine Prestigekarte in dieser Stadt. Und daher bin ich ganz überzeugt, dass die Umsätze, aber auch vor allem die Umsätze in die Charity Foundation von Jahr zu Jahr wachsen werden damit. Wer Inhaber seiner VIP-Card ist, wird einmal im Jahr zu einem besonderen Abend eingeladen. Sinn der Sache: Unterhaltung für die Gäste und gleichzeitig Geld für den guten Zweck sammeln. Das Prinzip des Fundraising funktioniert, obwohl es für Russland etwas Neues ist. Der Saal ist voll, das Essen serviert. Jetzt kann eigentlich niemand seinen Platz verlassen. Thomas Noll erklärt den Anwesenden, warum er in seinem Hotel 4 Mädchen von der Straße beschäftigt und dass wer viel hat, auch ruhig etwas abgeben sollte. Die Auktion zugunsten des Wohltätigkeitsfonds erbringt fast $40.000. Das Geld soll für die Ausbildung der ehemaligen Straßenkinder verwendet werden. Das gab es bisher noch nicht. Und das wird jetzt langsam durch solche Veranstaltungen, werden die Russen dazu herangeführt. Und das ist ganz wichtig. Und für uns als Kindernothilfe ist es wichtig, von solchen Veranstaltungen zu lernen, wenn wir selbst auch versuchen, Fundraising-Veranstaltungen zu machen, damit wir lernen, damit umzugehen und wie man das richtig machen kann. Astrid Wenkel erlebt die beiden Seiten der Stadt wie kaum jemand anderes. Manchmal in nur 24 Stunden. Der nächste Abend, eine Metrostation im Osten der Stadt. Sozialpatrouille. So nennen sie es bei Ostrow, wenn sie Lebensmittel und Kleidung in ihren Bus packen und zu den Kindern der Straße fahren. Das ist so die erste Kontaktaufnahme, dass die meistens Jungs sind, manchmal sind auch ein paar Mädchen dabei, uns kennenlernen, wissen, wie wir aussehen, unseren Namen langsam lernen und dass wir die Möglichkeit haben, sie zu Ostrow einzuladen. 10 bis 12 Jugendliche haben sich um den Wagen versammelt, 13 bis 18 Jahre alt, alle sind hungrig. Einer von ihnen ist Sascha, 17 Jahre, seine Eltern seien tot, sagt er. Er hat noch eine Schwester, aber die lebt mit ihrem Mann in einer Kommunalka und in dem Zimmer sei kein Platz für ihn. Jetzt lebt er mit den anderen in einem Keller, nicht weit entfernt von der Metro. Sascha führt uns hin, zeigt, wo die Gruppe schläft. Der Keller ist warm, die Fernwärmerohre verlaufen hier unten. Saschas Bett. Ein Holzbrett. Eine dreckige Decke. Der Keller stinkt, dass man kaum atmen kann. Sascha riecht nichts. Wir fragen ihn, ob er Drogen nimmt. Heroin? Das war früher. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Nur noch selten. Überall auf dem Kellerboden die Nadeln, die Spritzen. Heroin ist billig in der Stadt. 1000 Rubel der Schuss, 30 Euro. An einer Kellerwand steht ein kleiner Schrank. Darauf Spielzeug, dekoriert wie in einem Kinderzimmer. Wem gehört das Spielzeug? Nicht mir, einem Mädchen. Wohnt es auch hier? Auch mal zu Hause. Wohnt sie nur manchmal oder immer hier? Sie ist eigentlich immer hier, mit uns. 12 Jugendliche leben in diesem Keller. Wie viele in der ganzen Stadt so leben, weiß niemand genau. Zwischen 20 und 100.000 heißt es. Es ist eine sehr reiche Stadt. Sie ist wunderschön und sehr reich und auch sehr luxuriös. Aber das Geld ist eben ganz verschieden verteilt. Und das Geld kommt eben gerade dahin, um den Luxus noch luxuriöser zu machen und wird eben nicht dafür ausgegeben, entweder Kinder zu unterstützen oder Familien, die in Krisensituationen sind, zu helfen. Was in ihrem Keller passiert, wollen die meisten hier gar nicht wissen. Sie haben ihre eigenen Probleme. Wir haben Thomas Noll gebeten, uns die Stadt bei Nacht zu zeigen. Die glänzende Seite, auf der Geld keine Rolle spielt. Wir gehen ins Casino. Und auch das ist St. Petersburg. Gold an den Wänden und an den Lampen. Limit an diesem Roulette-Tisch 50.000 Euro. Sind vorwiegend russische Millionäre, Billionäre. Russland ist ein riesengroßer Markt. Wer hier ein Geschäft aufgebaut hat, hat viel Geld gemacht. Und er kann es sich auch leisten, ein Casino zu spielen oder zu verspielen.
2008 sollen die Casinos ihre Lizenzen verlieren. Russland will das Spielen einschränken. 10 Uhr abends in St. Petersburg. Ja. Beginnt jetzt hier das Nachtleben? Es fängt so langsam an zu beginnen, wie man auf dem Gehweg sieht hier. Der wird sich jetzt mehr und mehr füllen über die nächsten 2 Stunden. Und damit werden sich auch die Clubs und die Diskotheken in St. Petersburg füllen. Und davon gibt es viele und wunderschöne davon. 16 Jahre ist es her, dass die Sowjetunion, in der alle gleich sein sollten, verschwunden ist. Größer als heute kann der Abstand zwischen Arm und Reich in Russland kaum werden. Wo wir jetzt gerade sind, ist eine Lounge. Diese und 3 andere kosten 4.000 Euro. Man kann hier sitzen und man bekommt eine Flasche Champagner, Whisky, Wodka und das war's. Und sind sie normalerweise ausverkauft? Ja, jeden Abend, jede Nacht sind wir ausverkauft.